So, willkommen zurück zu Enderal. Mal sehen, wo ich jetzt aufwache, ist vor allem die große Frage. Sind wir immer noch in den Erinnerungen oder sind wir woanders? Es ist einfach nur schwarz, hervorragend. Und? Gut geschlafen? Hä? Wo sind wir denn jetzt wieder? Moment mal! Hä? Wie wohl? Ich habe euch hierher gebracht. Nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Ihr, was? Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon... seltsam, oder? Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Gut, oder? Hust, hust. Aber trotzdem, ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Weil dazu keine Zeit war. Ihr scheint die Antwort nicht zu kennen. Ja, wer seid ihr? Das ist wahrscheinlich der Besitzer des Hauses, nehme ich mal an. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann, dass man manche Dinge selber begreifen muss. Hallo, kleine Person. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Wohl! Na gut, und wer bist du denn jetzt genau? Das ist eigentlich eine unnötige Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Wer ich bin? Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber... derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. In dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Ahaha, es hieß, der alte Mann sei so alt wie der schwarze Wächter. Ganz so alt wirkt ihr nicht. Doch nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Moment mal, das werde ich selbst auch noch merken. Erwartet mich aber das gleiche Schicksal wie ihn. Und ein bisschen weniger Orakel. Ich könnte euch vielleicht... ist das sein Zyklus? Ja, was beobachtet er die ganze... Wie lange ist er schon dabei? Unter anderem, ja. Sehr gut, der kryptische Schwafel gibt auf die Seite. Das werde ich ihm garantiert nicht sagen. Ja, ein bisschen weniger Orakel. Und ich könnte euch vielleicht folgen. Ja, das wäre nicht schlecht. Glaubt mir, alles, was ich sage, ist wohl durchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid, und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Das ist ja schön. Der möchte mir also sagen, dass er schon mehrere Zyklen angeguckt hat und das nie geholfen hat? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht, wie die meisten bislang. Die meisten? Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Wir sollen verzeihen, wenn ihn zu wegteleportiert ist. Wo können wir denn jetzt schon wieder? Es ist ein ewiges Teleporten. Wenn alle aus meiner Familie schlafen, dann funktioniert mein Internet doch hervorragend. Ja, ja, das Problem geteilte Internetleitung. Ah, ja. Und ich wundere mich immer wieder, was Leute mit so einer 200.000er Leitung machen wollen. Aber Familie haben ist da auch wahrscheinlich die Antwort. Damit jeder im Internet rumasen kann, wie er will. So. Wo haben wir jetzt eigentlich das Paar gelassen? Den hatten wir auch noch bei. Wir stehen anscheinend noch im... Ne, wir sind draußen, oder? Jetzt Paar suchen nachher, damit wir die Frage auch beantwortet. Wir stehen... Sind wir jetzt noch im Inneren des Hofes oder außerhalb? Weil prinzipiell so ein Altar wurde man ja bekommen auf der Innenseite. Auf der Außen... Ach, guck mal hier. 4 von 100 magischen Symbolen. Haha. Münzhaufen, jawohl. 7 Groschen, das hat sich ja voll gelohnt. Violette Malfasblüten, wovon man die braucht. Dieser... Liegt da jetzt Paar? Ne, das ist nur ein komischer Pilz. Dieser weiße Bildschirm ist gut, ne? Der hält schön die Dunkelheit. Zumindest habe ich mein Schwert noch, das ist ja schon mal viel wert. Oder habe ich denn hier noch irgendwo mein Eisenschild? Jawohl. Nochmal die Frage, das ist doch die Außenseite, weil da hinten ist mich... Glaube ich zumindest. Nein, wir sind auf der Innenseite. Ich lag falsch. Ja, wahrscheinlich liegt jetzt Paar doof vor der Tür, steht doof vor der Tür, oder? Oh, das sieht aber nicht besonders fit aus. Hey, ich habe ihn gefunden. Yay! 25K-Leitung.
Lächerlich! Becher mich weg! Hallo, Jesper! Aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Oh, da hätte ein Haus sein. Oh, stimmt. Deswegen dachte ich auch, wir sind draußen. Wo zur Hölle ist das Haus? Das ist kompliziert zu erklären. Ja, wir erklären das mal eben. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Naja, also unsere Erklärung ist eigentlich nicht so, naja, und generell überhaupt und naja. Das kann auch immer nach links zu schauen und rechts zu schreiben. Das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Jo. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei Warte mal. Siehst du das? Was denn? Außer dass die Textur da hinten glitscht. Eine Schatulle. Aber was ist das für ein Geräusch? Tja, das ist das Wort der Toten, ach so. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Ja, gerne. Ich muss mich nur mal umsehen. Nee, ich habe schon alles gesehen. Los, weg teleportieren. Woran denn? Dann mal los. Jetzt kommt ein Drache, das bezweifle ich, weil es keine Drachen gibt. Was macht der denn da? Junge, so sieht Magie nicht aus. Oder anscheinend doch. Ja, toll. Achso, jetzt werde ich auch mit teleportiert, so eine halbe Stunde später, oder was? Ist das noch ein Kater von gestern? Hast du nicht gerade gesagt, dass du noch 15 bist? WTF. Ach, ihr Menschen. Hallo von Lind auf Twitch. Ich komme keine Drachen, keine Angst. Ich hatte vorher eine 16k und die ging gar nicht gut und höher kann ich mir nicht leisten. Ja, ist natürlich ärgerlich. Ich habe ja aus beruflichen Gründen eine dicke Leitung. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe einfach eine dicke Leitung, weil es sonst ziemlich schwierig ist. Boah, bin ich noch nicht so der arme Drache. Ja. Aber bis jetzt haben wir das Einzige, was wir bis jetzt getroffen haben, was ein Drachen zumindest entfernt ähnlich sieht, das sind die Wivern, die, wie heißen die denn hier? Die Schnellflugfunktion. Übrigens, das Bild steht mit Absicht, das ist, so sieht der typische Enderer Ladebildschirm aus. Der sieht immer so aus. Das muss so. Nö. Was ist denn das für ein Kappa? Ist das ein Kappa auf Dings? Da bist du ja. Oh, das ist richtig eklig, das Kappa. Erzähl Sorantial, was passiert ist und bring ihm die Schatulle. Nilam, warum das? Ich hol mir nun erstmal meinen Lohn und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Diese Puppen wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. An irgendetwas erinnern sie mich, aber ich weiß nicht was. Das Kappa auf YouTube sieht echt sehr seltsam aus, kann ich euch sagen. Also ihr Leute, die es auf Twitch nicht seht, das ist so ein komischer Smiley, der sieht aus wie dieser... ich kann ihn nicht einfach beschreiben. Also wir können hier nicht höher gehen, wir reißen die Straße und bauen die Landung. Ja, dörfliche Probleme. Einer der Gründe, warum ich eigentlich nicht mehr aus der Stadt wegziehen möchte. Da gibt es nur Probleme mit dem Internet. Das ist, weißt du, früher, wenn du früher einen Wohnort ausgesucht hast, war es halt wichtig, dass du irgendwie nah an der Arbeit bist, dass du vielleicht irgendwie Strom hast und ansonsten vielleicht wie halt der nächste Supermarkt weg. Schreitet wohl. Ja, mach ich. Und heutzutage musst du dir noch Sorgen machen, dass das Internet doch gut ist, weil wenn in dem Moment, in dem irgendwie so bei dir nur 16.000 liegen kann, hast du heutzutage schon verloren. HD-Stream gucken, vielleicht hier noch irgendwie besseres Fernsehen haben, hast du sofort verloren mit nur 16.000. Das reicht schon knapp nicht. Wenn du noch Kinder hast, die auch noch im Internet surfen, die vielleicht noch YouTube gucken wollen, bist du einfach nur dran. Da reicht 16.000 nicht. 50.000 nenne ich fast auch nicht mehr, wenn du mehr als eins hast von der Bande. Druckzuck voll so eine Leitung zu Peak Hours. Ganz so schlimm. Das muss man sich dann halt auswählen. Du musst also einen Wohnort finden, der Hüteversorgung hat, am besten irgendwie zentral liegt, damit du nicht, wenn du in die Stadt willst, nicht so weit fahren musst, irgendwie einen Supermarkt in der Nähe hat, nah bei deiner Arbeit ist, falls du eine Arbeit hast, sonst wird es immer sowieso ein bisschen schwierig, und dann noch gutes Internet brauchst. Zum Beispiel bei mir in der Stadt gibt es ganze Stadtbezirke, da gibt es nur LTE, oder beziehungsweise uralte Irgendwas-Leitung, das ist mitten in der Stadt. Ich wohne in einer größeren Stadt, da gibt es kein Internet bei denen, das ist richtig behindert. So, muss ich jetzt hier enterst, kann ich hier eigentlich, überlebe ich das? Also es geht übrigens schneller, das ist, wenn ich neu lade. Okay, ich überlebe das. Hallo, Tilo Arantial. Prophet, das hattet ihr Erfolg. Durchaus. Warum liest du dir ein Bild mit Oblivion-Zeichen durch? Ja, aber anders als erwartet. Genau, ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte. Erzähl mir alles.
Ich wohne im Dorf, habe eine Klasseverbindung. Sowas gibt es auch, aber ist nicht die Norm. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. In der Tat, und zwar aufgrund der Tatsache, dass er sich so angehört hat, hätte er es schon mehrfach gelesen. Dann ist das Wort der Toten gegeben. Fluch mal, wie wir es brauchen. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Tja, das ist natürlich, weil er das im Ersthaus erzählt hat. Der sieht so aus, als hätte er doch schon ein bisschen die Zeit sich angeguckt. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Piräer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, das scheinen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die Läuterung erzwingen wollen. Offensichtlich. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Yay! Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Pegast? Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Ja, das war der Plan. Ja, so warte. Was ich jetzt aber erstmal machen möchte, und zwar, ich habe noch ein paar Nebenquests, die hier noch nicht mehr. Ja, niemand wichtig ist. Das Ding ist nämlich, dass ich bei meiner Hauptquest jemand nicht sterben werde, weil ich einfach zu schwach bin, weil ich habe bis jetzt ja kaum was gelevelt. Die Zeichnungen sind erstaunlich detailliert, oder? Wenn man sie sich mal so anguckt. Sind die vom Original Skyrim aus, diese Zeichnungen zum Beispiel? Stehen, Lederhaut, ne, kann ich so verzichten, besten Dank. Pegas, war aber Pegas nicht die Frauen grün? Oder war das der Magier? Sobald Brudi heimkommt, ist es aus mit HD-Stream. Naja, zum Glück ist der Streamer nicht HD. Der ist ja nur in 720p. Der ist nicht. Das ist ja so gesehen nicht Full HD, sondern das ist nur so HD. Burn, wie lange streamst du heute? Und kann das sein, dass sich einer dann in den Chat schreibt? Was? Burn, wie lange streamst du heute und kann das einer dann in den Chat schreiben vor sich selber? Was? Achso. Mimik, du könntest natürlich alternativ versuchen, in den Stream auf YouTube zu gucken. Ich meine, wenn wir hier schon diese tolle Funktion haben, dass wir auf zwei Plattformen gleichzeitig streamen, dann könnte man das auch mal gewinnbringend nutzen, dass es vielleicht auf YouTube besser geht, wenn es Probleme gibt. Was? Der Schwab hat doch die beste Verbindung. Ja, Mai. Das ist der Bayer. Der Bayer sagt ja Mai. Bringen sie mal durcheinander. Hey, danke für den Follow, Swarak. Achso, dann müssen wir da hin, okay. Ich glaube, Pegas war der Magier. Aber wie muss sein? Wir müssen erstmal gespielt. Haben wir es denn überhaupt? Wir haben 1:01 Uhr. Na, herzlichen Glückwunsch aber auch. Dann werde ich unabhängig davon erstmal kurz zum Gästehaus. Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Ach, hallo, Mr. Swarak. Ein Glückwunsch dazu. Ja. Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen ins Abendviertel, Fremdenviertel? Will ich denn nicht hin? Ich würde nicht nur ins nächste beste Gasthaus, weil ich keinen Bock habe, jetzt in die Nacht durch die ganze Zeit hier durch Nacht zu rennen. Das wäre nicht mal eine komplette Nacht in diesen komischen Dings da geschlafen. Das ist. Ich glaube, der Mod ist einfach nicht in der Lage, die Zeit nach vorne zu drehen. Guten Abend, Nova. Schreiben sowieso alle auf Twitch. Fällt mir so auf. Oh, das Stream ist nebenher auf YouTube. Da erklärt das Hallo von Lind auf Twitch. Ja. YouTube FTW, sagst du direkt bei. Auf Twitch, WTF. Und Swarak möchte gebannt werden. Yay! Oder sagt priviert, weiß ich nicht. Kann ich nicht übersetzen. Doch, warte, ich kann das übersetzen. Wenn ich schnell genug bin. Moment. Ich habe doch hier eine coole App. Wusstet ihr, dass die normale Google Translate App hat nämlich Modus, womit du auf Ruska habe ich schon. Ich habe Ruska schon runtergeladen. Ich bin also ein Typ. Kannst du nämlich einfach mit deiner Kamera, kannst du nämlich auf den Chat scannen. Oh, was war das denn gerade? Das war nicht so geplant. Kannst du nämlich auf den Bildschirm scannen und dann eventuell übersetzen. Oder auch nicht, weil der Chat sich bewegt. So. Naja. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. So. Suck you! Okay, bitte einmal bannen, Rock. Es wird Zeit, denke ich mal. Dap-da-dap-da-da! Ist nicht schön. Und Chaos überall. Ich hab schon immer Schuhe heißt, glaube ich, Penis. Ah ja. Ich kann nicht mal Kyrillisch lesen, insofern weiß ich das nicht. Ich muss mir dabei helfen. Ich muss da, Also wie dieser Schädel hier funktioniert und nicht ganz stabil, der flackert immer so vor und zurück. Das ist jedenfalls interessant. Ich kann das einfach, mit der Google Translate App kann ich einfach drauf halten, wie das läuft. So, das erzähle ich euch, während ich hier durch die Ladebildschirme schleiche. Es geht relativ schnell. So, genau, guten Tag. Mal fast zum Gruß. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Danke, bitte.
Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adels. Klar gibt's ein Zimmer. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Das Ding ist. Und bitte, dreht keinen. Wir haben gebannt, denn ich anderes Chat-Dingsbums. Ja, ja, wir achten recht blick. Das Ding ist, ich dachte eigentlich, dass das ein Abendviertel wäre, das Bett eventuell günstiger als hier, aber ich habe mich getäuscht, das Bett ist überall gleich teuer. Dann schlafen wir mal lieber gleich 7 Stunden, haben sie es auch lohnt, bis morgens um 8. Was? Bei mir schaut eine Wolke aus wieder rauf von der Atom, die gerade explodiert ist. Vielleicht ist es so! Was, das geht auf beiden Plattformen gleichzeitig? Ja, Mai kommt von The Buyer und The Swarper. Naja, das Ding ist, die Technologie, die hier hintersteht, die ich verwende, ist mir aktuell nicht ein ganz geheuer, weil die ist mich an sich kostenlos. Und zwar ist es so, dass die Möglichkeit, wie ich auf 2 Plattformen gleichzeitig streame, ist ein Service dazwischen. Also ich streame zu einer Seite, die heißt dresdrehen.io, ist ja schon mal sehr vertrauensvoll, ne? Das fügt auf jeden Fall zusätzlich ein Delay hinzu, das ist schon mal sicher. Und dieses dresdrehen.io streamt dann jeweils weiter an Twitch und an YouTube halt. Ich könnte das auch lokal machen, aber dann würde ich meine Internetleitung zu 110% auslasten, das wäre irgendwie cool, uncool. Und ich bräuchte eventuell einen zweiten Rechner für, das ist mir echt gesagt zu doof. Aber ich könnte es eventuell technisch lösen, aber ich will es halt einfach nicht so machen. Das Ding ist halt an dieser Restream.io-Seite, dass man ein bisschen verdächtig ist, vorkommt, die kostet nichts. Und, naja, das ist schon irgendwie ein gewisser Serveraufwand, der dahinter steht, ne? Also ich meine, ich streame an einen Server und dieser Server verwendet deine Internetleitung, naja, es sind zwar nur 6 Mbit ab insgesamt, aber trotzdem, um damit, warte mal kurz überlegen, wo war das? Im Kirchgarten, im Klostergarten. Irgendjemand hat mir gesagt, wie die komische Novizin ist, für die ich noch eine Quest habe. Stimmt, die Erinnerung der Hürden finden, die Auskammer, alte Wett. Achso, ja, ja, naja. Genau, dieses. Ich weiß nicht, wo die Novizin ist, das hat mich schon mal jemand gespoilt. Ich wollte die jetzt eigentlich mal holen. Das Problem ist, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo es war. Hallo. YouTube hat weniger Delay, ja, ja. Tschüss, ist mal hier 5 Sekunden hinten dran. Ja, ja, hier ist Pizza bestellt. Schön für euch. So, das ist das einzige Problem, ich muss halt mit den Chat hinterherkommen, weil es halt sind 2 Chats und wenn ich halt nicht regelmäßig rübergucke, dann... Ehe, dass ich bei einem Kilen anheuer, trete ich nackt vor die Truchessa und singe ihr ein Liebeslied. Aber ich glaube nicht, dass der Truchessa gefallen würde. Was ich meine, bleib fern von kileanischen Händlern. Die lullen dich ein mit netten Worten und großen Versprechen und ehe du dich versiehst, hast du dein Kreuz unter einen Vertrag gesetzt, der dich dein Leben lang zu ihrem Sklaven macht. Nett? Oh, das ist aber nicht nett von denen. Wieso tun sie das? Der Schmiedelehrling. Weil sie ein raffgieriges Pack sind, dem Wegestreue und Ehrgefühl so fremd sind wie Kühen das Fliegen. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern. Wenn ich der Großmeister wäre, hätte ich die schon längst allesamt heimgeschickt. Und die Leute machen sich Sorgen wegen welchen Rauchwolken, die aussehen wie Atompilze. Das Ding ist, dass wenn Kernkraftwerke explodieren würden, würden die auf keinen Fall aussehen wie Atompilze. Weil Kernkraftwerke sind erstmal das Einzige, was... Mhm. Also, der typische GAU oder... Der Einzige... Was? WTF, was hab ich jetzt schon wieder gestartet? Der Grund für Megas Eisenfuß schlechte Laune herausfinden. Zurück. Geht es euch gut? Ihr wirkt etwas durch den Wind, in der Tat, ja. Und wenn nicht? Mach's gut, kleine Persephone. Hört, ich weiß, ihr meint es gut, aber bitte, gerade nicht. Wirklich nicht. Ah, woher weißt du denn, dass ich es gut meine? Tja, voll gut, ich hab nur gefragt. Schönen Tag noch. Ach ja? Und wer seid ihr? Loram Wasserklinge, wieder auferstanden? Seien wir doch mal ehrlich. Heutzutage bedeutet helfen doch im Klartext, dass ihr euch eine Belohnung erhofft. Aber hallo! Als würde es irgendjemanden in dieser Welt geben, dem es am Ende nicht nur um seine Groschen gehen würde. Dieser Mistkerl Golfu hat es bewiesen. Bitte, ich... Lasst mich einfach in Frieden. Ihr bekommt gerade Wut ab, die ihr nicht verdient habt. Ja. Das waren sie von Golfer Silber natürlich nicht mehr. Okay, schlechte Laune herausfinden. Na, dann wieder zurück zum Händler, Mensch. Er wurde also betrogen. Sehr schön. Das kostet mich wahrscheinlich Geld. Aber das können wir alles nächste Mal rausfinden, wenn es dann wieder heißt. Endra, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.